So, hallo zusammen. In dem heutigen Video gehen wir darauf ein, wie wir unser eigenes Briefpapier in Zephdesk verwenden können. Dazu melden wir uns in Zephdesk an, gehen auf Einstellungen, Briefpapier und wählen dann in dem Reiter Briefpapier ein neues Briefpapier aus. Dem vergeben wir jetzt einen Namen. So, wir wählen dann unser Briefpapier aus. Dazu habe ich mir eins erstellt mit dem Logo oben dran, natürlich die Absenderadresse und unten alle Daten wie Kontaktdaten und Bankverbindung und so weiter, die wir brauchen. Das lade ich dann hoch und klicke auf Hinzufügen. So, anschließend muss ich hier noch draufklicken und es auswählen und dann schauen, wie es rauskommt. Das ist immer wichtig, denn es kann sein, dass hier ein paar Positionen nicht ganz passen. Dann müssen wir unser Briefpapier anpassen. Dazu mache ich einfach mal ein neues Angebot, wähle irgendeinen Artikel aus und gehe auf Vorschau. So, wir sehen jetzt hier schon, was das Problem ist. Und zwar überschneidet sich die Kundenadresse mit der Absenderzeile. Das bedeutet, ich muss jetzt in meiner Absenderzeile in meinem Design höher gehen und anschließend in Zephdesk in den Einstellungen die Absenderzeile rausmachen. Das werden wir jetzt tun. Das bedeutet, schaue ich nach unten, ob das passt. Hier könnte ich eventuell in meinem Design den Text etwas größer machen. Wir sehen schon, dass wir etwas Platz nach oben haben. Das bedeutet, ich mache jetzt die Schriftart hier unten ein bisschen größer und setze meine Absenderadresse ein bisschen nach oben. Dazu gehe ich wieder in mein Designprogramm und verändere das. Das Ganze kann man natürlich auch mit Word machen und als PDF danach abspeichern. Ja, dazu braucht man kein Designprogramm. Also, wie gesagt, getan. Ich schiebe meine Absenderadresse etwas nach oben und mache die Schriftgröße etwas größer. So, anschließend wieder in die Einstellungen zum Briefpapier, das neue Briefpapier löschen, einfach ein neues hochladen, auswählen, hinzufügen, anschließend wieder anwählen. Hier sehen wir, markiere dieses als Standardbriefpapier, das ist schon getan. Anschließend gehe ich wieder zu meinen Angeboten, erstelle ein neues Angebot, dass ich mir ganz sicher sein kann, dass es hier alles passt. Mache hier wieder ein Produkt rein, Artikel 5. Vorschau und nun die Absenderadresse, die passt. Ich könnte vielleicht noch ein Stückchen nach oben gehen, aber im Großen und Ganzen sieht es ganz gut aus. Und unten passt es von der Höhe jetzt auch. Jetzt muss ich nur noch natürlich oben die Absenderadresse von meinem alten Briefpapier, also das Zephdesk mitdruckt, das automatisch erzeugt hat, und unten die Fußzeile rausmachen. Dazu gehe ich in die Einstellungen bei Briefpapier und gehe dann auf Druckoptionen, sage Absendezeile drucken nein und Fußzeile drucken ebenso nein. Die Seitenzahlen möchte ich drin haben, abspeichern. Dann wieder ins Angebot und schauen wir es uns an als Vorschau. Dann muss ich hier wieder auswählen, automatisiertes Briefpapier, das ist aktualisiert. Und zack, ich habe mein eigenes Briefpapier jetzt in Zephdesk drin und vom Design her passt jetzt soweit alles. Ich könnte jetzt noch Feinjustierungen machen, dass ich zum Beispiel sage, diese Absendezeile gehe ich noch ein bisschen nach oben, weil das hier ein bisschen komisch aussieht zur Angebotsnummer. Aber im Endeffekt würde ich das jetzt tatsächlich so lassen. Und somit haben wir unser eigenes Briefpapier in Zephdesk eingearbeitet. Die eigenen Briefpapiere haben hier rechts meistens noch diese Daten. Die würde ich einfach komplett rauslöschen, weil Zephdesk ja automatisch die eigenen Referenzen und Kundennummern und so weiter hier einträgt. Das bedeutet hier einfach alles wegmachen, Absendezeile und Fußzeile einfügen und fertig. Gut, und somit wisst ihr, wie ihr euer eigenes Briefpapier in Zephdesk verwenden könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.